Willkommen zu einem neuen Part von Zelda Ocarina of Time. Feenquelle. Deswegen haben wir das früher gemacht, damit wir den tänzenden Text von dieser ganzen Feenquelle auch nochmal mitnehmen können und... Ja. Na, was möchte sie uns denn heute geben? Wir kriegen erstmal wieder volle Energie. Und unsere Magieleiste ist weg. Nämlich Magiekraft wurde erhöht. Ja, und so haben wir doppelte Energie jetzt. Episch. So, was tun wir jetzt? Wir gehen zurück. Nö. Wir machen das anders. Wir wollen dort oben hin. Weil wir hatten ja schon, soweit ich weiß, dort oben noch Steine liegen. Wie wär's, wenn wir diese Steine jetzt beseitigen? Wir brauchen lediglich jetzt nämlich die Bomben nicht mehr. Also, wir können sie zwar noch benutzen, aber wir haben den Hammer. Der Stahlhammer. Und, ja. Der bringt schon ein bisschen was. Der bringt schon ein bisschen was. Ne, da ist nichts. Und dort rein. Käferchen. Nee, Käferchen habe ich jetzt keine Lust. Nee, auf Käferchen habe ich jetzt echt keine Lust. Nee. Käfer sind doof. Ganz doofe Käferchen, die sind echt doof. So, und jetzt drehen wir eine Runde und jetzt gehen wir raus. Raus aus dieser Hölle. Aber wir kommen gleich wieder. Ich kann nicht so lange warten. Oh, es geht voller. Was für ein Wunder. Ja, hier befindet sich auch eine Skutulla. Und damit besitzen wir 39. Warum ich gerade so gequält 39 gesagt habe. Nun. Da wir doch noch dann anscheinend dahin müssen. Eigentlich wollte ich erst gleich hierher, aber okay. Dann halt jetzt. Ach ja, wir können die tolle rote Rüstung wieder ablegen. Wir sind ja Link und nicht irgendwie irgendein Typ in Rot. Oh, da sind die Einwohner wieder.
Und damit gehen wir jetzt hier lang. Und können uns ein großes Labyrinth angucken. Dieses Labyrinth können wir aber auch mal abkürzen. Weil als kleiner Link kann man dieses Labyrinth auch machen. So. Aber wir sind ja nicht klein. Wir sind mittlerweile erwachsen. Und hier ist keine Skotulla. Dann ist es doch als Kind. Dann machen wir hier nochmal den Weg frei. Schade. Dann gehen wir gleich weiter ins Kakariko-Land. Da unten müssen wir nämlich nicht hin. Wir könnten zwar, aber muss nicht sein. So, und weil ich das ja auch so unfair jetzt gemacht habe mit dem Licht und den Tag jetzt wieder hier verdorben habe und deswegen machen wir das mit dem Licht wieder an. So, erneuter Versuch, hier richtig runter zu springen. Diesmal schaffen wir das. Hey! Herzteil! Ja. Dann laufen wir jetzt mal runter. Laufen, 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 laufen. Kakariko. Idyllisch. Schön. Schön, schön, schön. Skotulla aus. Ja, jetzt können wir nämlich mehr als 200 aufnehmen. Nämlich jetzt sogar 500. Kann man jetzt so oder so sehen, ob das jetzt toll ist, 500. Die Dame von damals. Ei. Wir haben schon wieder ein Ei. Dann müssen wir schon wieder brüten. Das machen wir aber später zu einem irgendwann später Zeitpunkt. Das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe. Das machen wir vielleicht kurz vor Ende der Story. Rein mit dir. Schießbude, wir machen dasselbe wie da, wie mit dem jungen Link. Wir wollen ein Spielchen wagen. Okay, wir haben einen nicht getroffen.
Oh. Ha. Hör mal. Oh nein, das kann jetzt nicht sein. Ja, okay, wir haben verkackt. Wir haben ernsthaft verkackt. Boah, ich treffe jetzt auch gar nichts mehr. Ja. Wir haben genug. Warum geht das? Ist es doch nicht. Ja, okay, das wird nichts mehr. Es ist wahrscheinlich die Müdigkeit langsam. Weil. Ja. War schon ein bisschen spät. Oh, noch den Part hier und dann. Das war sehr doof. Nein. Ja, alle. Großer Köder. Hehehe. Scherz. Köcher. Die Dinger nennt man Köcher. Ja, die Dinger nennt man Köcher. Also die, für die Pfeile Aufbewahrungsorte. Und wir haben jetzt ein bisschen weniger Münzen, Rubine. Wie komme ich jetzt auf Münzen? Aber wir haben dafür 40 Pfeile. Ist ein Angebot, oder? So, jetzt aber vielleicht was an den Bäumen. Drei Rubine. Können wir damit leben? Ja. Ja. Ein Trank. Nein. Aber was ich doch... doch, ich mach noch ein... Wir machen noch was. Nämlich hier rüber gehen. Wir wollen noch was erledigen. Nämlich, wir wollen jetzt das Pferd holen. Wir haben jetzt beiden Aufgaben erledigt, die wir so mitbekommen haben. Und hier zieht sich dunkler Nebel auf. Wenn das nicht was Schlechtes heißt. Long Long Farm. Okay. Hühner. Mag Hühner.
So, und dieses mit dem Reiten machen wir im nächsten Part. Also, viel Spaß beim Reitkurs. Ciao!